Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch in dem heutigen Video geht es wieder um einen Cold Case. Und zwar aus dem Jahr 1989. Als ich mir heute meine Listen durchgeschaut habe, zu welchem Fall ich ein Video machen könnte, fiel mir dieser Fall ins Auge und bei der Suche nach weiteren Quellen fand ich dann einen Artikel aus 2022, also aus dem letzten Jahr, in dem stand, dass es eine Hoffnung gibt, diesen Fall doch noch aufzuklären. Bei dem Fall geht es um den Mord an der damals 24-jährigen Petra Nell. Tattag war Dienstag, der 24. Oktober 1989. Ereignet hat sich die Tat in Köln und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 13. Juli 1990. Die filmische Darstellung beginnt erst einmal damit, dass ein bisschen über Petra erzählt wird. Dort wird gesagt, dass sie ein unbeschwerter Typ sei und mit der Schule nicht sehr viel im Sinn hatte. Da sie recht gut aussah, glaubte sie mit 18 an eine Karriere als Fotomodell. Der Erfolg und das schnelle Geld blieben aber aus. Und schließlich rutschte sie dann über ein paar Gelegenheitsjobs in die Prostitution. Im Herbst 1989 wohnte sie in einem Mietshaus in Köln-Sülz, hat dort ein Apartment, in dem sie auch ihre Besucher empfängt. Die Eltern, die ebenfalls in Köln wohnen, wissen von ihrer Tätigkeit nichts, auch nicht ihr Bruder. Und wie es in diesem Milieu üblich ist, bleibt Petra nicht lange unbehelligt. Seit geraumer Zeit muss sie an einen sogenannten Beschützer Geld abliefern, wenn sie nicht riskieren will, Schaden zu nehmen. Im Herbst 1989 sieht sie sich vermutlich Forderungen aus Zuhälterkreisen ausgesetzt, die sie nicht erfüllen kann. Dennoch scheint sich Petra über die Gefahr, in der sie sich befindet, nicht recht im Klaren zu sein. Ihre Sorglosigkeit äußert sich auch in der Art und Weise, wie sie ihre Besucher empfängt. Sie öffnet die Tür, ohne sich Gedanken zu machen, wer tatsächlich zu ihr kommt. In der Darstellung sah es dann wie folgt aus. Jemand klingelt, sie geht an die Gegensprechanlage und sagt Hallo. Und er sagt, dass er bei ihr angerufen hat und wegen des Inserats kommt. Sie sagt ihm dann, in welcher Etage die Wohnung sich befindet, wo er hin soll und welche Tür es ist. Dann öffnet sie ihm die Tür über den elektronischen Türöffner und sie geht ins Bad, um sich dann fertig zu machen. Wenn sie Kundschaft hat, hängt sie regelmäßig beide Telefone aus, also sie legt die Hörer daneben. In letzter Zeit geht sie ihrem Gewerbe aber wohl auch recht lustlos nach. Und zwar aus einem besonderen Grund, denn sie macht sich ernsthaft Gedanken, ob sie ihren Lebenswandel nicht ändern soll. Denn im Sommer 1989 hat sich Petra ernsthaft in einen jungen Mann verliebt. Er wird in der Sendung Jan genannt, ist 27 Jahre alt und derzeit ohne Beschäftigung. Auch nachdem er erfahren hat, auf welche Art und Weise Petra ihren Lebensunterhalt verdient, hat er sie nicht verlassen. Er will vielmehr, dass sie die Prostitution aufgibt und mit ihm zusammen in eine gemeinsame Wohnung zieht. Im Augenblick wohnt er noch bei seiner Mutter. Zu ihrer Tante, die im Stadtteil Zollstock eine Boutique betreibt, hat Petra seit ihrer Kindheit ein sehr enges Verhältnis. Ihr hat sie immer alles anvertraut und sie ist auch die Einzige, die weiß, wie Petra ihr Geld verdient. Und mehrfach hat die Tante versucht, ihre Nichte von ihrem Gewerbe abzubringen, allerdings ohne Erfolg. Aber in der Darstellung berichtet dann Petra ihrer Tante von dem Gedanken und von dem Wunsch, dass sie mit ihrer Tätigkeit aufhören möchte und mit diesem Jan zusammenziehen möchte, den aber laut der Darstellung die Tante bisher noch nicht gesehen hat. Aber sie verspricht den beiden dann auch zu helfen, wenn sie sich ihre gemeinsame Wohnung einrichten wollen. Zwei Frauen aus Petras Freundeskreis, die über Petras Absichten orientiert sind, kann die Polizei später ermitteln. Auch sie arbeiten als Callgirls in Köln.
Und mit beiden ist Petra an ihrem letzten Tag noch zusammen. Mit der einen, die Babsi genannt wird, besucht sie am Vormittag noch ein Bräunungsstudio, in dem sie Stammgäste sind. Den Nachmittag verbringt sie dann mit Iris, der zweiten Freundin. Und die beiden Frauen sprechen mal wieder über das Thema Aussteigen. In der Darstellung läuft das Gespräch dann wie folgt ab. Petra sagt, dass sie einfach keine Lust mehr hat und auch den Jan nicht verlieren will. Iris fragt sie dann, was sie dann machen will und wovon die beiden denn leben wollen. Das ist wahrscheinlich auch in Bezug darauf, dass dieser Jan eben zu dem Zeitpunkt keine Arbeit hat. Petra sagt, dass sie dann schon was finden wird, Verkäuferin oder ähnliches. Und Iris entgegnet dann, ob sie wirklich denkt, dass die, also die Zuhälter, sie einfach so gehen lassen. Und in der Szenerie wirkt Petra da etwas naiv, muss ich sagen. Sie sagt, was sie denn machen wollen, denn zwingen kann sie ja keiner. Iris erklärt ihr dann, dass sie wohl keine Ahnung hat, obwohl sie doch wohl genau weiß, wie brutal die sein können und die sich ihr Geschäft so leicht nicht nehmen lassen. Und sie doch auch genau weiß, wie viel Ablöse verlangt wird. Petra sagt dann, ach, die können mich gern haben. Eben eine kurze Erklärung zu den Abläufen, wer darüber nicht Bescheid weiß. Wenn die Damen aus dem Gewerbe einen Beschützer haben, haben die meisten und zumeist auch unfreiwillig, dann müssen sie an diesen eine Ablöse zahlen, da für den Beschützer eine Einnahmequelle wegbricht, wenn die aus der Prostitution aussteigen wollen. Und ich meine, dass die Ablösesummen so im fünfstelligen Bereich liegen. Das macht es dann für die Frauen nicht einfach, aus dem Gewerbe auszusteigen, da sie diese Summen nur schwer ansparen können, da ja von dem eingenommenen Geld ein guter Teil an die Beschützer geht. Oftmals wollen die Frauen aussteigen, weil sie jemanden kennengelernt haben, mit dem sie ihre Zukunft verbringen wollen. Und diese müssen dann zumeist die Beträge für die Beschützer aufbringen. Aber auch da sind schon verliebte Freier richtig abgezockt worden, die diese Summen bezahlt haben. Da haben dann nämlich der Zuhälter bzw. Beschützer und die Damen gemeinsame Sache gemacht. Der verliebte Mann hat bezahlt und die Damen haben dann doch nicht mit dem Job aufgehört. Aber machen wir weiter mit dem Fall. In der Darstellung verabreden sich dann Peter und Iris doch für den nächsten Tag lose zum Einkaufen. Da Petra noch nicht genau weiß, ob sie mitkommen will, sagt sie, dass sie sich morgen bei Iris telefonisch meldet. Gegen 16.30 Uhr verlässt sie dann ihre Freundin Iris. Und Iris ist die letzte ermittelte Zeugin, die Petra gesehen hat. Circa eine Stunde später, also gegen 17.30 Uhr, führt sie das letzte ermittelte Telefongespräch. Und zwar mit ihrer Freundin Babsi, mit der sie vorher im Bräunungsstudio war. Allerdings ist es nur ein sehr kurzes Gespräch, da es bei Petra klingelt. Sie sagt, dass sie jetzt Schluss machen muss, aber später noch einmal anruft. Dies war dann in der Uhrzeit zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr. Wer der Besucher war, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Da Petra Babsi nicht wie verabredet zurückruft, ruft sie bei der Petra nach einiger Zeit an. Sie hört aber nur ein Besetzzeichen, so wie es immer ist, wenn Petra Kundschaft hat. Irgendwann in den nächsten Stunden, der Gerichtsmediziner wird die Zeit später zwischen 21 Uhr und 24 Uhr festlegen, kommt es in Petras Wohnung zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Ob der Täter bereits längere Zeit in der Wohnung war oder erst später gekommen ist, steht bis heute nicht fest. Sicher ist aber, dass Petra ihn selbst in die Wohnung gelassen hat. Die besonders grausame Tatausführung und andere Indizien lassen den Täter im Zuhältermilieu vermuten. Nach der Tat versucht sich der Täter von den Blutspuren zu reinigen. Zum Schluss durchwühlt er die Wohnung, um einen Raubmord vorzutäuschen. Das war dann die filmische Darstellung des Falls. Also ich persönlich glaube nicht, dass derjenige, der dann so gegen 17.40 Uhr, 17.50 Uhr bei ihr geklingelt hat, tatsächlich der Täter war, weil da eine ziemliche Zeitspanne ist. Zwischen 21 Uhr und 24 Uhr soll sie ja getötet worden sein.
Das sind dann auf jeden Fall mehr als 3 Stunden. Also ich vermute mal ganz stark, dass sie auf jeden Fall vorher noch einen Gast hatte und dass dann später der Täter gekommen ist. Also wenn man davon ausging, dass sie vielleicht 1 Stunde mit dem Gast verbracht hat, dass der vielleicht bis 19 Uhr dann dort war und der Täter dann, sagen wir mal, gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr gekommen ist, das wäre eine realistische Zeiteinschätzung. Und in diesem Zeitraum hat sie dann, so denke ich mir, weil der Mann relativ kurz danach vermutlich gekommen ist, auch die Telefone nicht wieder auf aktiv geschaltet, das heißt, die Hörer nicht normal aufgelegt. Dann kommen wir einmal zu der Nachbesprechung. Ede berichtet dann in der Nachbesprechung, dass auch der Freund immer wieder erfolglos an diesem Abend versucht hat, Petra zu erreichen. Als er sich dann schließlich entschlossen hat, zu ihr zu fahren, war es zu spät. Der im Studio anwesende Kommissar beginnt seine Ausführungen damit, dass man von Tatorten einiges gewohnt ist, aber der Anblick dieses Tatorts ihn absolut schockiert hat. Die Tat ist besonders grausam verübt worden, ein Indiz dafür, dass der Täter im Zuhältermilieu zu suchen ist. Als Motiv wird vermutet, dass Petra dafür bestraft werden sollte, dass sie aussteigen wollte. Und vermutlich war auch eine sogenannte Ablösesumme im Spiel, die sie nicht bezahlen konnte und wollte. Und leider ihr Freund ja auch nicht, da der keine Arbeit hatte und dementsprechend wahrscheinlich auch kein Geld zur Verfügung hatte. Der Täter hat dann mehrere Gegenstände aus der Wohnung mitgenommen. Ein weißes Badehandtuch mit einem Büstenmotiv, eine weiße Tagesdecke aus Baumwolle und eine etwa 15 bis 17 cm lange Haushaltsschere, die vermutlich zur Tatausübung benutzt wurde. Und dann noch Petras Geldbörse der Marke Louis Vuitton, in der sich auch ihr Personalausweis befand. Und weiterhin fragte Ede dann auch noch, ob es einen Gast gab, der eben um 17.40 Uhr, 17.50 Uhr dort gewesen ist und der sich bei der Polizei bisher noch nicht gemeldet hat. Das war dann auch die Nachbesprechung zu dem Fall. Also, was gibt es Neues in dem Fall? Zunächst einmal ein Artikel aus dem Kölner Express vom 1.11.2019 und der Artikel beginnt mit folgendem. In den dramatischen Wochen der Wende vor fast genau 30 Jahren im Oktober 1989 stirbt in Köln die 24-jährige Petra Nell. Der Täter wurde nie gefasst. Dabei glaubt der Chefermittler heute noch genau zu wissen, wer es war. Das Mietshaus an der Nikolaistraße in Sülz, in dem der Mord geschah, liegt auf halber Höhe zwischen den Gaststätten Knollendorf und Wundertüte. Über 20 Parteien wohnen hier. Ob heute irgendeiner weiß, welches Verbrechen sich in der Wohnung im ersten Stock rechter Hand zutrug? Unwahrscheinlich. Es gehörte zu den schlimmsten Anblicken, die der heute 71-jährige Peter Schnieders, damaliger Leiter der Kölner Mordkommission, ertragen musste. Der Leichnam der 24-jährigen Petra Nell war grausam zugerichtet. Schnieders spricht von einem Blutrausch, in den der Täter geraten sein muss. Weitere Details stehen noch in diesem Artikel drin, nenne ich jetzt hier aber mal nicht, könnt ihr dann in dem Artikel nachlesen, den ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Der Fall Petra Nell gehört zu den zahlreichen Kölner Verbrechen, die ungeklärt geblieben sind. Eine sehr gute Freundin Petras ruft den damaligen Ermittler im Abstand von nie mehr als 2 Jahren an, um sich zu erkundigen, ob es doch noch etwas Neues gibt. Über Petra sagte einer, der sie einige Jahre vor ihrer Zeit im Milieu kennengelernt hatte. Sie erschien ein bisschen ausgeflippt, aber auch in sich gekehrt. Und bis heute ist Schnieders davon überzeugt, den Täter zu kennen. Ob er noch lebt, weiß er nicht. 2-mal saß ihm der bullige Mann mit der Halbglatze bei den stundenlangen Verhören im Präsidium am Weidmarkt gegenüber. Er schwitzte sogar auf den Handrücken, sagte Schnieders. Aber überführen konnte der Polizist ihn nicht. Der Mann stritt alles ab. Petra wollte aus dem Geschäft aussteigen. Der Mann war ihr Zuhälter. Meine Vermutung ist, dass er Petra maßregeln wollte. Dass es einen Streit gab, der eskalierte.
und er ist einfach ausgetickt. Petranel hatte seit einigen Wochen einen festen Freund, der ihr Leben verändert hatte. Freundin hatte sie gesagt, er sei ihre erste wahre Liebe. Deswegen wollte sie das Milieu hinter sich lassen. Um 22 Uhr war das Paar verabredet. Als sie nicht erschien, suchte der 27-Jährige das Apartment in Sülz auf. Petra öffnete nicht. Das Telefon gab die ganze Zeit ein Besetzzeichen. Der Freund alarmierte einen Bekannten. Gemeinsam brachen sie die Wohnungstür auf und sahen die grauenvoll zugerichtete Leiche. Also die Gerichtsmedizin hatte ja gesagt, sie sei zwischen 21 Uhr und 24 Uhr verstorben. Gut, das kann natürlich hinkommen, auch in dem Falle dann, wenn man davon ausgeht, dass er um 22 Uhr mit Petra verabredet war, er erstmal dorthin gefahren ist, sie nicht geöffnet hat und dann er eben einen Bekannten alarmiert hat. Denke mal, da wird es mit Sicherheit schon 23 Uhr gewesen sein, als sie in die Wohnung reingekommen sind. Die Spurenlage am Tatort sei leider schlecht gewesen, sagte der Ex-Kommissar Schnieders. Wir hatten Faserspuren, aber damit sind wir nicht weit gekommen. Über den damaligen Staatsanwalt sagte er, das war einer, der immer unheimlich Gas gegeben hat. Der war immer zu haben, wenn man jemanden ins Gefängnis kriegen konnte. Aber selbst der hat gesagt, das ist zu wenig. Wir brauchen Spuren, um das zu untermauern. Vom Mann, von dessen Täterschaft Schnieders so überzeugt ist, hat er noch einmal gehört, Jahre später. Mitten in der Nacht habe er außerhalb Kölns fast nackt und verwirrt auf einer Kreuzung gestanden, bis die Polizei einschritt. Ich finde hier natürlich nur dieser Einsatz ein bisschen bedenklich. Der war immer zu haben, wenn man jemanden ins Gefängnis kriegen konnte. Ich meine, da sollte ein Staatsanwalt eigentlich immer für zu haben sein. Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Ja, und dann gab es noch einen Artikel vom 10. Mai 2022. Und da heißt es wie folgt, die Geschichte der Petranel. Der Vater installiert Einbauküchen, die Mutter macht den Haushalt. Sie hat einen 3 Jahre älteren Bruder. Die Familie lebt in der Südstadt. Kurfürstenstraße 12. Also sieht alles nach einer ganz normalen Familie aus. Petra besucht die Gesamtschule in Zollstock. In welche Kreise sie danach gerät, bleibt den Eltern und dem Bruder verborgen. Das Alcapulco, eine von Petras Arbeitsstätten, ist nur wenige Minuten Fußweg von der Kurfürstenstraße entfernt. Es ist ein Saunaclub und Petranel arbeitet als Prostituierte. Das müsste dann das Acapulco in der Merowinger Straße 67 gewesen sein. Und da ist der heutige Caesars Palace drin. Heute ist es ein Swingerclub. Später wird Petra dann inserieren als Mannequin, Fotomodell oder Callgirl. Ihrem Bruder erzählt sie, sie würde in Diskotheken jobben. Es war Dienstag, der 24. Oktober 1989. Der letzte Tag in Petras Leben. Nach 17.40 Uhr hat sie ihrem Mörder in ihrer Wohnung in der Nikolausstraße in Sülz die Tür geöffnet. Den Täter vermutet die Kriminalpolizei im Zuhältermilieu. Von Zeuginnen und Zeugen erfuhren die Polizeikräfte, Petra wollte aus dem Geschäft aussteigen, um mit ihrem neuen Freund ein neues Leben zu beginnen. Fürchtete ein Zuhälter um seine Einnahmen, denn diese Mädchen oder Frauen setzten am Tag bis zu 1000 Mark um. Also in der damaligen Zeit natürlich D-Mark. Möglich, dass Petranel mit einer Strafaktion gezwungen werden sollte, weiter anzuschaffen. Es aber eben zur Eskalation kam. Nachdem Express im November 2019 über den Fall berichtet hatte, erreichte die Redaktion in der Folgezeit eine möglicherweise bedeutsame Nachricht. Der anonyme Verfasser bestätigte die Kernaussage des Artikels. Und in diesem Artikel hatte ja der leitende Ermittler seine Überzeugung genannt, den Täter aus dem Kreis des Kölner Milieus zu kennen. Doch die Beweislage war zu dünn und etwaige DNA-Techniken zur Überprüfung von Tätern waren noch gar nicht entwickelt. Und letztlich hatten die Ermittler nichts in der Hand. Sie stießen auf echte oder angebliche Unkenntnis oder auf eine Mauer des Schweigens. Nun aber nennt der Verfasser der Mörderbotschaft an den Express aktuelle Informationen. Der Täter lebe bei Köln und betreibe 2 Facebook-Accounts. Dann behauptet der Verfasser, der Mann agiere jetzt als Hochstapler.
Er nehme seit Jahren Frauen aus. Der Verfasser nennt weitere brisante Informationen, die unter anderem die Herkunft der Erkenntnisse erklärt. Express geht hier aber nicht ins Detail. Die so zugetragene Geschichte erscheint stimmig und unglaublich zugleich. Zudem bringt der Verfasser einen Komplizen ins Spiel. Gingen oder fuhren an jedem Abend des 24. Oktober 1989 also zwei Männer in die Nikolausstraße 89? Wartete einer vor dem Haus, während der andere zu der von den Ermittlern vermuteten Bestrafungsaktion Petras Wohnung aufsuchte? War das Pfeifen, das ein Nachbar laut eines damaligen Berichts im Kölner Stadtanzeige gehört hatte, das Pfeifen des Komplizen, dem schwante, dass die Sache aus dem Ruder lief? Das war es aus dem Artikel, habe ich euch auch in der Beschreibung als Quelle angehängt. Und dieser Kommissar hat wohl auch zwei Bücher geschrieben mit den Titeln Im Spiegel des Bösen und Faszination des Bösen. Und in einem dieser Bücher hat er dann auch diesen Fall aufgegriffen und den vermutlichen Täter beschrieben. So war es an einem Forum zu lesen. Weiterhin soll in dem Buch ausstehen, dass die große Liebe von Petra, also der Jan, wohl zwei Freundinnen am Start hatte, also Petra und noch eine andere. Und Petra davon nichts wusste. Das war es, was ich zu dem Fall finden konnte. Es ist zwar ungewöhnlich, dass ein Zuhälter seine Einnahmequelle tötet, denn jetzt kann er weder kassieren aus ihren Einnahmen, noch bekommt er eine Ablöse. Aber vielleicht galt diese Tat auch als Warnung für alle anderen, die aussteigen und nicht bezahlen wollten. Ich glaube nicht, dass der oder die Täter mit dem Vorsatz des Tötens Petra aufgesucht haben, sondern die Situation irgendwie eskaliert sein muss. Vielleicht einfach durch dieses Verhalten, was in der Aktenzeichen Y-Darstellung ja gezeigt wurde, als sie mit ihrer Freundin Iris sprach. Dann ist es für mich immer noch unverständlich, dass niemand etwas im Haus gehört hat. Aber vielleicht haben der oder die Täter Maßnahmen getroffen, dass man nichts hören konnte. Das Tragische an der Geschichte finde ich einfach, dass sie aussteigen wollte wegen ihrer ersten großen Liebe und dafür anscheinend alles riskierte. Und dann war dieser Mann auch nicht ehrlich zu ihr, denn er hatte eine zweite Freundin. So, das war es mit dem Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!